Fuchs nicht sehen lassen. Krass, ich kann auf ein Stoffzelt drauf klettern. Oh, das sind ein paar Gefangene. Wenn du einen Kultisten töten willst und dann die ganzen dummen Bürger gegen dich kämpfen. Ach so, ja. Ich habe oft Kultisten aus Versehen getötet und dann musste ich nach Leichen suchen. Und ist das lustig? Hat er eigentlich die Quest schon mit den Tieren? Ja. Ja, hatte ich schon, ja. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, fein. Es ist mitten am Tag, weißt schon, ne? Warte mal. Kann ich die... Ja. Wieso konnte ich den jetzt nicht... Irgendwie konnte ich den jetzt nicht schnetzeln. Ah, das ist gerade unpraktisch. Oh, hört auf damit. Das ist doch nur hinaus. Warte, ich brauche mehr Platz hier. Ich nagel dich jetzt an diesen Mast. Oh, das ist unfreundlich. Junge! Was? Ja, das ganze Gefeite hier nicht gecheckt. Also die Blendgranate finde ich gerade ziemlich cool. Das finde ich gerade nicht so gut. Das finde ich gerade gar nicht gut. Also ich war das nicht. Oh Gott. Ich habe mit der Level 28 einmal einen Level 40er getötet. Hat eine ganze Stunde gedauert. Ach du Scheiße. So. Aber blöd, dass ich den zweiten nicht Sneaky Peaky töten konnte. Ja, ich fand nicht so gut. Komm. Wenn ich die beiden schon schnetzeln kann, dann kann ich den zweiten wahrscheinlich auch. Oh.
komm, leg dich hin. Du willst es doch. Leg dich hin. Leg dich hin. Hast du jetzt da? An sich könnte ich die so töten. Aber das zieht der halt, ne? Und dann weckt er den? Ah, egal. Kann. Wisst ihr, was lustig wäre, wenn man auf einen Baum klettern könnte? Das wäre mega lustig. Okay, ja, die gehen jetzt weg. Dann kann ich den zweiten schon mal töten. Wieso? Ah. Ach cool, der musste sich erstmal bewaffnen. Komm, weg da, weg da, weg da, komm. Das läuft gerade nicht gut. Das läuft gerade gar nicht gut. Au! Schlag mich! Schlag mich! Aua! Aua! Du Popo! Ach, das ist doch blöd hier. Ein Stücke. Warte, ich zeig dir mal Stücke. Hey, ich versuche die ganze Zeit auszuweichen, das macht schon. Ist eigentlich Ausweichen besser oder Blocken? Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Und ich weiche doch die ganze Zeit aus. Bis auf da, wo ich getroffen werde. Also, ich trinke mal was. Ich weiche immer aus, das ist einfacher als blocken. Eieieie, okay. Die Schaden macht es ja nicht. Komm, legt euch wieder hin, ihr seid doch müde. Da liegt euer Boss, aber es ist in Ordnung. Genau, legt dich hin. Leg dich hin. Dammit. Dum, 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 dum. Aber der schaut halt jetzt her, ne? Die nicht so praktisch, aber die sind ja alle ziemlich kurzsichtig, deswegen sehen die mich nicht. Tag.
Ja, genau, der kommt ja da. Oh, vielen Dank. Und jetzt bitte kritisch. First try. Ha! Du könntest auch den Sniper spielen. Ja, aber Pfeil und Bogen macht doch nicht so viel Damage, ne? Also. Hey, hört mich keiner! Ja, ja. Ich bin frei. Kein Dank wäre genug. Ich dachte schon, dass ich hier sterbe. Mhm. Ich werde euch alle kriegen. Ah, nächstes Mal könntest du ihn köpfen. Weil aus Film wissen wir, dass so ein Speerstoß durch die Brust nicht immer tödlich ist. So, ja. Muss halt Fähigkeitspunkte dafür ausgeben. Warte mal. Okay, dann muss ich darauf gehen, ne? Das habe ich ganz vergessen, dass es so eine Fähigkeit gibt. Geil. Höchstleistungsschuss. Ja, nice. Ah, ja, genau. Wir müssen ja bei Kultisten jetzt. Jo, mit den Hinweis, die du gefunden hast, kannst du die Identität eines anderen Kultisten, bla bla. Okay. Oho. Okay. Ist lustig, dass die dann so gehen, also so gehen, also sich so wegbeugen. Klar, so. Hier noch was? Gibt's hier noch was? Hier, einen geilen Reflexbogen. Ich glaube, das war's. Oh, hier ist eine schwebende. Was ist das? Ein Stein und ein kleines Messerchen? Ah. Wieso schreien die so? Weil was lustig ist, wer würde sein Messer hier so reinstecken? Achso, würde er nicht. Das ist von ihm. Ach so. Heul nicht so rum, du bist frei. Oder war es der da? Kann ich hier nicht was aufheben? Nee. Ja, dann mach am besten gar nichts davon. Also kein Geld geben und so. Ich meine, ja. Du kannst es ja nie bezahlen. So, gut. Also auf jeden Fall werde ich nach dem Steine. Was auch immer. Platsch. Gut, auf jeden Fall werde ich danach bisschen mehr auf Bogendamage gehen. Aber der Heilungsskill ist schon bei mir gut aufgehoben, würde ich sagen. Gut. Kapitän an Bord. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt endlich nach Athen und neue Bogen. Nice. Ein Schwert, aber das
Ja, brauchen wir nicht. Jägerschaden ist gut. Kriegerschaden und Feuerschaden, ey. Plus 18 Rüstung, aber ja, nee, da ist unseres besser. Mit Attentatsschaden und. Attentatsschaden und Jägerschaden. Lass uns in Ruhe. Ha, den haben wir jetzt gezeigt. Ist das die? Nee. Ich gehe mir gerade auf Chaos zu, oder? Das Meer um Chaos ist gefährlich. Wir sollten vorsichtig sein. Warum? Weil Charybdis und Skilla auf dem Grund des Meeres lauern, schätze ich. Nein! Geraten! Und zwar viele! Ich will nur den... Ja, danke. Ich wollte nur den Schatz da. Jetzt könnt ihr weitermachen. Alter, also wieso greift Sparta den an? Der hat keine Chance. Und wieso helfen die Spartaner denen nicht? Ja, wobei, der Spartaner ist halt, also das kleine Schiff von Sparta ist halt leichter, also schneller und wendiger. Soll ich dir sagen, wo du Poseidons Dreizack bekommst? Poseidons Dreizack? Ja, also ja, bin noch zu low. Also vielleicht finde ich den auch von alleine. Wenn du soweit bist, treffen wir uns auf der Pnyx in Athen. Pnyx? Ja, ja, die Pnyx. Cool, wir sind jetzt in Attika. Groß-Athen. Nice. Gut, wir brauchen mal einen Aussichtspunkt. Ich glaube, wir gehen mal hier hoch. Attika, das Land der Demokratie. Juhi! So. No. Oh, es regnet. Schön. Kann ich da hochklettern und dann... Oha. Ja, das ist mal... Schön. Cool, die Tropfen klingen auf der Rüstung. Voll geil. Gut. Also ich habe jetzt schon voll die gute Aussicht. Meine Karte aber noch nicht, oder? Okay, jetzt haben wir gleich nach Groß. Vernarbter Berg Pentelikon. Silberberg. Ach, Stufe 30, easy. Und der hat einen Wolf dabei. Okay. Verlassenes Ackerland, Parnasgebirge. Dimi, heißen die heute ähnlich? Also so Parnasgebirge oder Vernarbter Berg, Pentelikon oder so? Oder sind das alles so ein bisschen
Keine Ahnung. Random ausgedachte Namen. Arm. Voll auf die Fresse. Steine. Ich bin Hobby-Archäologe. Geologe. Ja, mehr oder weniger. Nice. Athen. Mal sehen, was diese Stadt für mich bereithält. Warte, warte.